Aber heute Morgen hat er gemeldet, das Kartell handle mit Kindern. Ich wette, jetzt ist jemand sauer. So. Gut, nächste Mission. Mal gerade, wie es mit den Bossen aussieht. Klausula Santera haben wir schon weggeholt. Die nächste. Schalten Sie die. Machen wir mal hier weiter mit der Story-Mission. Ramon Felice. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Zerstören Sie den Generator des Labors? Ja. Oh, mal kurz. Hoffentlich sieht er uns nicht. Nee, warte mal. Das ist weiter unten, wo du bist, oder? Flieg weiter, bitte flieg weiter, bitte flieg weiter, bitte flieg weiter, bitte. Ja. Fliegt, glaube ich, weiter, gut. Oh. Hä? Nee, das war nicht das, was ich wollte. Gut zu wissen, okay. Ist doch egal, oder? Ja, letztendlich ist es egal, klar, aber gut, kann sein, dass also, ich. Also fahren wir jetzt dahin, ja? Ja, alles gut, fahren wir. Herüber, Sie rechnen, Sie weiß, es ist viele Pferde. Da ist nur gerade ein Unidad-Helikopter ganz knapp an uns vorbeigeflogen. Obwohl, hier oben ist wieder ein König. Okay, dann halt das. Bringen Sie El Emissario zu mir. Vielleicht ist er ja bereit für einen Deal. Ja, machen wir das noch schnell. Komm. Das heißt schnell, wir machen das. Und dann machen wir die Labore da. Finden Sie El Emissario. Ich hoffe, ihr habt nicht so Zeitdruck heute. Nö. Na, ich wollte sagen, also bei mir ist es halt aber spätestens 18, 18.30. Also ja, 18.30, dass ich dann sage. Ja, so lange, also. Ja, ja, weil ich habe heute Abend noch Liga-Rennen und. Na, ich auch. Ja. Samstag habe ich gestern keinen Platz bekommen, ich durfte nicht mitfahren. So. Also bis aller spätestens 17 Uhr. Okay, ja gut, das sind 2,5 Stunden. Ja, alles gut, machen wir so. Ich denke, das passt so. Wie gesagt, ich bin eh der Meinung, nach 2 Stunden ist meistens eh die Luft schon so raus, ja, dass man dann Na gut, nächste Woche bin ich zum Beispiel komplett raus, weil Nachtschicht und so. Das heißt komplett raus, ich bin halt ab 20 Uhr hier weg, so circa. Theoretisch könnte ich, aber Markus war Spätschicht, ne? Ja, ich bin da nicht zu Hause. Genau, dann bist du nämlich dann raus, ja, dann hat sich das sicherlich. Aber wir haben eh jetzt, wenn wir die Folge jetzt vorbereitet haben, heute, wenn wir wirklich die 2 Stunden durchziehen, haben wir, glaube ich, mehr als genug vorbereitet, um die nächste Woche komplett zu überbrücken und danach die Woche wieder ranzugehen. Ja, und ich muss ja gleich mein Wohnzimmer noch wieder auf Vordermann bringen. Ich habe ja noch absolutes Chaos von heute Vormittag. Ich muss auch noch ein bisschen was machen heute. Ja, ich muss ja immer was essen. Ich habe nämlich meinen neuen Monitor gekriegt und die anderen beiden, die haben wir eben an die Wand gehangen und, ist hier noch absolutes Chaos. Willst du dich erst hier hinstellen? Ich werde hier zur Kurve noch gefahren. Da vorne ist aber noch einer, warte doch mal. Ja, okay. Tango getroffen. So, den wollte ich noch schnell wegmachen, bevor wir hier weiterfahren. Ja, da wollt ihr laufen. Das Stückchen können wir da laufen. Das wollte ich gerade sagen, jetzt ist es egal. Bis wir jetzt das Auto geholt haben, da hochgefahren sind, sind wir zu Fuß eingestellt. Ich wollte halt nur anhalten, weil hier schon welche standen und uns schon fast entdeckt hätten. Deswegen habe ich gedacht. Also da am Rücken steht zum Beispiel noch ein Transport, den Jeep mit dem MG. Das hier diese Mega-Villa oder was ist das für eine? Nein. Oder? Das ist eine Villa. Ach, scheiße. Ja, das wird ein Spaß, sage ich euch. Ich sehe schon Sniper. Da geht's gleich richtig rund, nur zur Info. Darf ich den Sniper in der Mitte ziehen? Wegziehen? Da sollten wir ein bisschen taktisch vorgehen. Hab schon. Wenn die uns entdecken, dann haben wir nämlich dann haben wir richtig Unidad. Die Arschkarte. Aha. Ziemlich viel Lilla in der Villa. Ja, da kommt doch noch mehr. Okay, da sind wir noch eine Tasche zu rechts.
Kann also das übrigens sein, dass du immer noch keinen Schalldämpfer auf deinem Schaffelsgewehr hast? 15 Ziele gesichtet. Ich hoffe, denn jetzt an. Keine Zeit. Keine Ahnung, kann sein. Muss ich nachher mal erinnern. Auf dem MG, was ich gerade mir aufgebaut habe, ja, aber. Kann sein, dass ich gekannt habe. Alter, was ist hier los, ey? Ja, ja, da kommt noch mehr zu. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Roman kann es kaum erwarten, sich El Emisario vorzuknöpfen. Also passt auf. Ja gut, das ist ein Boss, ne? Verstanden. Hier ist auch noch irgendwo einer da oben. Drohne fliegt. Auf den Felsen oben stehen auch noch Scharfschützen. Da müsst ihr auch aufpassen. Ja. Da rechts, ja. Warte mal, komme ich da unentdeckt ran? Wenn das nur einer ist, geht das. Ich versuche mal unauffällig da hochzukommen. Mein Akku leer. Ich habe jetzt rechts oben down. Versuch mal den anderen da oben zu kriegen. Ja. Ich versuch's jetzt, weil ich habe kein Scharfschützengewehr. Kriegst du den eher oben links? Der gefällt mir gar nicht. Der ja, hat ja, von euch gesehen oben links. Tango getroffen. Wolltest du den? Ja. Weil hier oben rechts ist nämlich noch einer. Also ich habe ein bisschen Überblick hier gerade, aber ich kann hier nicht reinschießen, ohne irgendwie groß entdeckt zu werden. Wir sind schon verdächtig. Also ich könnte euch die zwei am Zaun wegschießen. Den einen da zumindest. Den nehme ich mal mit raus aus dem Spiel. Aber ohne Schalldämpfer ist scheiße. Habe ich ihm jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber... Ich bin noch nicht gesehen. Sind nur... Ja, doch, doch sind, ja, man hört dich, weil du keinen Schalldämpfer auf deinem Scharfschützengewehr hast. Gut, dann halte ich mich hier gerade komplett. Ich kann keine Schalldämpfer einbauen. Jetzt ist egal. Ja, dann nimm ein anderes. Was soll ich machen? Mit dem MG oder was? Ich kann von hier keine MG schießen. Nein, dann nimm ein Scharfschützengewehr, wo du eins aufbauen kannst. Ich habe keins. Ich habe einen erwischt. Natürlich hast du eins. Wir haben doch beide das auch damals aus dem Gefängnis mitgenommen. Das habe ich aber nicht. Es ist eh egal. Ich gucke nachher mal nächsten Ausrüstung mal, dass ich eins mehr ausrüsten kann, wo ich einen Schalldämpfer drauf habe. So, der ist weg. Scheiße. Ah, kommt jetzt Unidad Patrouille. Richtung Eingang. Kommt noch eins. Granate. Ja, ich hab den Granatwerfer schon drauf. Granate, aufpassen. Da kommen jetzt gleich noch ganz viele. Also, wo ist es nicht? Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, El Emisario ist soeben abgetreten. Checkt selbst aus, statt sich seine Hausfrau zu stellen. Krank. Wir sind schon bei dem König, der hängt hier rum. Mit dem Scheiß, das war seine Entscheidung.
durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Da ist ein Abschiedsbrief. So, ich habe nur noch eine einzige Granate hier. Ja, wir kommen wieder runter. Er ist tot. Was ist passiert? Selbstmord. Er hat El Sueño eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für den Verlust der Labore in Okoro auf sich hat. Also heute habe ich den vom Dach fallen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Und jetzt das. Er war wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Was bist du denn? Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Bist du drin? Das kommt schon mal vor. Machen Sie sowas öfter? Ich nee. Wir sind über euch. Was? Ich helfe ihr. Wussten die? Okay. Ah, du bist unten. Ich bin schon bei ihr. Ja, alles gut. Da kommen noch mehr jetzt. Wir sollten eigentlich Tulisi verschwinden. Wir sollten abhauen. Hinten ist ein Heli. Schnell zum Heli, Leute. Ja, ich komme. Also ich heile. Der ist auch bewaffnet. Yep. Ich gehe eine Runde Pool schwimmen. Ich nehme mal kurz hier eben neue Muni mit. So. Keine Zeit dafür. Auf geht's. Alle da? Yeah. Ja. Ich fliege. Erstmal weg, wa? Ja, ja. Ja, der hängt da einfach oben rum. Am so, wohin? Wartet mal, lass uns mal erstmal irgendwo landen, wo wir unsere Muni und so aufladen können. Wo haben wir denn hier mal so ein... Wo sind wir denn überhaupt da oben? Ist halt blöd, dass man hier auf der Karte nicht mal so eine Safe Points angezeigt kriegt, so wo man einfach sicher ist. Hm. Ah, hier doch, Sammelpunkte. Okay, warte, wo haben wir hier einen? Wo sind wir gerade? Hier. Hier. Auf unserer schönen Flugzeuginsel hier. Blick mal dahin zum C. Erstmal Munition aufsammeln, damit sich Kev nochmal sortieren kann. Ja, ich guck gerade, aber ich markiere schon mal den nächsten Start, der nächsten Zielpunkt. Labor 2. Labor 1, da wollten wir hin danach. Können wir da hinfliegen? Das war der Plan an der Sache. Ja, flieg erstmal hier runter, damit wir hier ein bisschen umbauen können. Und dann. Ist hier Fläche zum Landen? Geht das ja, ne? Ja, ja. Bestimmt. Gut. Kurz ein bisschen mehr. Ja, das war nicht. Das ist eine Munitionskiste, genau. So. Bleib mal direkt sitzen, weil ich habe eben schon aufgeladen. So, mal die Zimmer mitnehmen. So, ich habe Schutzgewehr. Die 28 musst du nehmen. Ja, hab's schon gesehen. Ich guck gerade. Teile. So. Damit keiner mehr kann, kein Schaltempfang mehr drauf. Ich hab jetzt einen drauf. Alles gut. Okay, gut. So, damit kann es weitergehen jetzt. Ja, jetzt habe ich nämlich die G28, steht auf Schalter drauf. Gut. Dann schalten wir jetzt runter zum zu den. Machen wir die beiden Labore jetzt, würde ich sagen. Also das ist ja Labor 1 und Labor 2. So, ich mache hier kurz einen kleinen Folgenbreak und dann gehe ich mal kurz Bibi.